Hallo, liebe Deutschlernende. Heute reden wir über das deutsche Wort schwul. Was bedeutet schwul? Nicht zu verwechseln mit dem Wort schwül. Schwül ist es draußen, wenn es sehr warm und sehr feucht ist. Ja, das ist schwül. Aber schwul bedeutet, dass man als Mann homosexuell ist. Ja? Schwul ist ein homosexueller Mann. Ja? Also ein Mann, der gerne andere Männer mag, der ist schwul. Ja? Und es gibt einen berühmten Spruch von einem ehemaligen Bürgermeister Berlins, Klaus Wowereit. Ja, Klaus Wowereit war Bürgermeister von Berlin und er wollte gewählt werden zum Bürgermeister. Und dann gab es Gerüchte, dass er schwul ist, ja, dass er schwul sei. Ja. Manche Leute sagen, oh, ich glaube, er ist schwul. Hm. Ja, und ich meine, warum sollten es Gerüchte bleiben? Ja, er wurde gefragt oder hat dazu wollte kommentieren und sagte, ja, ich bin schwul. Ja, und er sagte nicht nur das, sondern er sagte folgenden Satz: Ich bin schwul und das ist auch gut so. Ja, und das ist auch gut so. Und dieser Satz hat zwei Bedeutungen. Einmal heißt, das ist gut so, heißt, es ist kein Problem. Ja, das ist gut so, ja, wenn man irgendetwas erledigt und man ist fertig und man hat das Problem gelöst, dann sagt man, ah, das ist jetzt gut so. Ja, das ist gut so. Das heißt, es ist kein Problem. Ja, es ist ja, nicht der Rede wert. Ja. Aber es heißt natürlich auch, dass es ja, gut ist, dass es für ihn aus seiner Perspektive sogar besser ist, als heterosexuell zu sein. Ja. Ich bin schwul und das ist auch gut so. Ja. Und damit hat er in einem Satz bewirkt, dass es keine Gerüchte mehr gibt und dass auch nicht über dieses Thema gesprochen wird, als wäre es etwas Schlechtes, ja. Denn ja, es gab Gerüchte und die Leute hatten vielleicht den Eindruck, dass es sich negativ auswirken kann auf seine Karriere, auf seine politische Kampagne, ja. So, oh, was ist, wenn er schwul ist? Oh, sollen wir ihn zum Bürgermeister wählen, so, ne? Aber er sagt, ja, ich bin schwul und das ist gut so, ja, das ist kein Problem, das ist für mich sogar toll, ja. Ich weiß nicht, ob er verheiratet ist oder nicht, ja. Aber ja, das ist ein toller Satz. Und dann wurde er gewählt, ja. Er hat das gesagt, diesen Satz, und dann wurde er zum Bürgermeister Berlins gewählt und blieb auch lange Zeit Bürgermeister. Und das zeigt auch, wie tolerant Deutschland und vor allem Berlin ist. Ja? Wenn du homosexuell bist und du kommst nach Deutschland, dann hast du von den meisten Leuten nichts zu befürchten. Ja? Viele Leute werden sehr tolerant und sehr offen reagieren. Ja, es gibt ein paar Menschen, die sind nicht sehr tolerant. Es hat mich selber überrascht, solche Leute zu treffen. Aber die meisten Leute sind vollkommen tolerant. Ja? Also, was auch immer du bist, ob du schwul bist, ob du lesbisch bist, ob du hetero bist, es ist kein Problem, das ist gut. So, und wir sehen uns morgen. Tschüss!